Sir Alone. Au. Okay, das war böse. Das hatte ich ganz vergessen. Das kann man nicht blocken. Das ist so ähnlich wie der Pursuer-Angriff, nämlich. Genau, wir sollten Abstand halten. Und ja, Sir Alone ist ein ziemlich schneller Boss, wie man merkt. Und er macht hohe Blutung. Also wir sollten uns nicht von ihm treffen lassen. Oh, gut, es hat nachgelassen. Ja, das sollte man immer blocken. Okay, jetzt kommt ein super Angriff von ihm. Ja, Sir Alone. Der Anführer der Alone-Ritter. Sein Katana macht uns halt trotzdem Schaden, auch wenn wir blocken. Aber halt sehr geringen Schaden. Das hier ist jetzt wieder ein reiner Ausdauerkampf halt. Also versuchen so viel wie möglich zu blocken. Oh, und jetzt sind wir tot. Und eigentlich nicht so viel einzustecken. Das ist das Hauptproblem bei diesem Kampf. Aber wie man sie gesehen hat, Alone ist ziemlich gut alleine machbar. Heil hinzukommen ist die andere Sache. Deswegen tauchen wir wieder in die Erinnerung ab. Das beschwören lassen wir, weil Alone will ich alleine besiegen. Oh, nicht so weit reinrennen. Und eigentlich nicht so ungestüm sein. Zum Glück habe ich mehr als genug von diesen Dingern hier. So, locke ich mal dich an. Und töte dich. Das geht gerade so gut. Den kann ich so ganz schnell umbringen. Kann hier rüber rennen. Kann auf dich warten. Schwarzstahl-Katana, wie nett. Ihn hier abledigen.
So, als nächstes machst du hier Probleme, also schalten wir jetzt dich aus. Nun musst du weg. Das war nicht so toll. So. Da muss die Feuerechse weg. Als nächstes muss der Kerl wieder weg. Au. Auf die Art war das nicht gedacht. Der könnte uns nämlich jetzt töten, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen trinke ich vorsichtshalber mal was. Und lass die Blutung etwas abklingen. So. Der Treffer war unnötig, definitiv. So, wieder ein geborstener roter Apfel und runter hier. Na, jetzt müssen wir wieder durch die drei Ritter und die zwei Bogenschützen durch. Okay, einen haben wir angelockt. Ich hoffe, es ist nur der eine. Au, ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch der zweite um die Ecke. Der könnte uns nämlich sonst böse wehtun. Der da nämlich. Aber wir haben es gerade so überstanden. So. Knapp, aber ging. Jetzt wieder die drei hier loswerden. Wow. War knapp. Genau, du da. Weg mit dem Bogen. Oh. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist eben das kleine Problem. Ah. Geronimo. So. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mein Loot zurück und mein Schild zücken. Oh, Ja. Wenn man weiß, dass die Attacke kommt, kann man ihr super ausweichen. Und eigentlich sollte man dem auch ausweichen. Können. Ja, der Attacke möchte ich nicht unbedingt ausweichen.
Weil das ziemlich schwierig ist. Außer man steht weit genug weg. Etwa so. Wenn das ständig macht, dann ist das sehr gut für uns. Ja. Okay. Au, das hat uns jetzt getroffen. Boah. Wow, stimmt, das macht er auch noch. Ladies and Gentlemen, Sir Alone. Der Mensch, der schnellste Mensch der Welt. Wenn er überhaupt ein Mensch ist. Ja, großes, böses Aua. Wieder dieselbe Masche, erst die hier. Ausschalten. Ihn hier anlocken. Aber von ihm eine kassieren. Oh, er hat uns entdeckt. Hat er uns entdeckt. Dann hier rüber. Damit locken wir den nächsten an. So. Als nächstes ihn hier. Und dann ihn hier. Und dann zur Sicherheit heilen. Oh, ich habe vergessen, die Echse da hinten zu töten. Egal. Die sind eh nicht so hart und wichtig. Wichtig ist eher, dass ich den hier sicher ausschalte. So nämlich. Und jetzt den da. So. Runter. Nur dich anlocken, den anderen Kumpel will ich nicht erstmal. So, du bist weg. Sicher ist sicher. Oh, das war nicht so richtig. Ey. Als nächstes wieder hier Schutz suchen.
Ja, komm, fall runter. Das erspart uns Arbeit. Flankieren ist nicht so nett.